Hallo Freunde, heute geht's wieder los, endlich wieder in den Urlaub und diesmal nicht nur für ein Wochenende, sondern wir sind eine Woche unterwegs, also mit Wochenenden, insgesamt 9 Tage, 8 Tage. Wir fahren jetzt erstmal nach Holland, treffen uns mit ein paar Freunden und was danach passiert, ja, das wissen wir jetzt genau auch noch nicht, aber das werdet ihr dann ja sehen, also viel Spaß. Morgen, Freunde. Wir sind jetzt auf einem Minicamp angekommen. Camping Namaste, könnt ihr das einfach mal googeln. Das hat der Rest der Gruppe gestern herausgefunden über Google so ein bisschen und es ist so urig hier, aber ganz, ganz süß und echt ein mega schöner Platz. Es ist eigentlich nur irgendwie ein kleiner Hof mit einem riesengroßen Platz und die bieten halt an, dass man hier ein bisschen schlafen kann bzw. campen kann und es soll wohl 20 Euro für 2 Personen und Bus kosten. Wir wissen es noch gar nicht, weil wir noch nichts bezahlt haben. Wir haben hier noch niemanden gesehen, dem das wohl gehört. Und keiner hat sich bis jetzt bei uns gemeldet, aber es ist so süß, es sind so schöne Ecken hier, es ist alles so schön verkleidet. Ihr habt Strom hier, ihr habt Wasser, ihr habt ein Klo, ihr habt alles wirklich hier an Bord und es ist so süß gemacht alles. Ganz, ganz urig, ich nehme noch ein bisschen was für euch auf und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, jetzt haben wir Sonntagnachmittag. Um 13 Uhr muss man von dem Campingplatz runter sein, sonst muss man nochmal extra zahlen. Und wir haben uns einen ganz kleinen Platz hier an so einem kleinen Fluss irgendwie gefunden über Google Maps. Vielleicht, wenn ich dran denke, dann verlinke ich euch den unten auf jeden Fall nochmal. Ganz, ganz süß hier auf jeden Fall. Hier fahren ein paar Autos vorbei, aber ganz entspannt. Sind gerade angekommen und werden uns jetzt hier nochmal ein bisschen entspannen bis heute Abend, denn die ganze Truppe fährt noch nach Hause und für uns geht es natürlich noch weiter. Tschüssi! Nachdem uns die ganze Truppe jetzt verlassen hat, haben wir uns ein nettes kleines Plätzchen organisiert hier. Einfach wieder durch die Gegend fahren, entdeckt. Wir haben so einen ganz kleinen Fluss hier nebenan, der ist super, super klar. Ganz entspannt und ganz im Grün auf jeden Fall. Richtig, richtig schön hier, ganz weitläufig alles. Und mal schauen, ob wir hier auch heute schlafen. Erstmal hauen wir uns ein paar Wraps rein, das habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen. Und ja, dann schauen wir einfach mal weiter, wo die Reise weiter hingeht.
Nachdem wir jetzt die Nacht in Holland noch rumgebracht haben, genau an dem Stellplatz, den ihr gesehen habt, sind wir jetzt Richtung, ich sag mal, Köln gefahren. Und zwar sind wir zur Burg Elz gefahren. Vielleicht kennen einige von euch die Burg schon. Julie hatte die Idee, mal ein paar Burgen zu besichtigen. Und euch nehmen wir natürlich mit und schauen mal, wie das Ganze da aussieht. Dem vermutlich schönsten Ausblick von hier will ich euch jetzt noch mal ganz kurz erzählen, wo wir hier überhaupt sind. Wir sind in Königswinter beim Schloss Drachenburg und ihr habt ein paar Bilder davon gesehen. Hier sind wir jetzt auf dem höchsten Aussichtspunkt und es ist echt wunderschön, ich kann es nur empfehlen. Kostet 7 Euro Eintritt, aber es lohnt sich. Morgen. Ihr habt quasi einen ganzen Tag verpasst und zwar den gestrigen. Wir waren ein bisschen shoppen, wir waren in Köln bzw. sind auch immer noch in Köln, sind auf dem Campingplatz hier in Köln. Verlinke ich euch unten natürlich auch nochmal. Da sind wir immer gewesen, als wir auch auf der Fitnessmesse hier in Köln waren. Wirklich ganz wunderschön, direkt am Rhein, relativ günstig. Wir haben jetzt sogar ohne Strom genommen, weil wir halt nur eine Nacht hier sind. Und ansonsten einfach ein ganz entspanntes Plätzchen, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, wir waren schon öfter hier jetzt. Und jetzt macht Julie gerade ein bisschen Frühstück. Ich habe hier gerade den Bus fertig gemacht, dass wir wieder abfahrbereit sind, weil heute geht es schon weiter Richtung Heimat. Wir fahren noch nach Dortmund. Was wir da noch besichtigen oder besuchen, das werdet ihr dann auf jeden Fall im Folgenden sehen. Und ich hoffe, ihr hattet bis hierhin auf jeden Fall viel Spaß. Ja, Freunde, jetzt ist die Reise auch schon wieder vorbei. Wir hatten eine Menge Spaß, wir hatten eine Menge geile Ausblicke. Ihr habt es ja gesehen. Und ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, weil ich bei Instagram sehr aktiv war über die Zeit jetzt. Und viele haben Vorschläge gemacht, wo wir hinfahren können. Wir haben uns auch alles notiert. Vielleicht wird das Ziel Holland nächstes Jahr nochmal angefahren. Wir fanden es auf jeden Fall echt wunderschön und werden auf jeden Fall eure Tipps annehmen. Und ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, gerne unten in die Kommentare. Falls ihr noch Ideen habt wegen Orten, auch gerne unten in die Kommentare. Immer aktiv sein und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein! Und jetzt mal so einen kleinen Standardspruch. Vergesst nicht zu abonnieren, weil viele, viele Leute von euch, die meine Videos gucken, haben mich noch gar nicht abonniert. Ich würde mich auf jeden Fall tierisch freuen, wenn wir uns wiedersehen.